Hallo, liebe Kids-Up-Familien. Zurzeit können wir uns ja aufgrund der aktuellen Situation nicht persönlich sehen, nicht zusammen in Bewegung kommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch in eurer Wohnung ganz viele Gelegenheiten, mit euren Kindern gemeinsam spielerisch in Bewegung zu treten. Eine Variante habe ich euch heute vorbereitet. So, ihr füllt einfach einen Wäschekorb mit Wasser. Je nachdem, wie schwierig es sein soll, wird es voller gemacht und habt verschiedene Gegenstände da drin, die es gilt rauszufischen. Mit einem Kochlöffel, einem Küchensieb oder noch schwieriger, mit einem ganz normalen Esslöffel. Das Spiel funktioniert so, dass die Gegenstände, die ihr in dem Wasser platziert habt, rausgefischt werden und dann in einen beiseite gestellten Eimer manövriert werden müssen. Ihr könnt es auch da noch ein bisschen schwieriger gestalten, indem ihr den Eimer einfach sehr weit weg von der Wanne platziert und dann eine Art Parcours absolvieren lasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bleibt gesund!